Hallo und jetzt kommt zurück bei der Multiplayer-Fahne. Wir sind heute bei der 55. Folge, den 9.11. und ja, gucken gleich mal, wie wir spielen. Gegen Protoss. Oh, mein Husten ist immer noch ganz, nicht ganz weg. Oh. Mann, Entschuldigung. So, wir spielen gegen Protoss. Wir spielen normales Two-Gate-Opening. Und hoffen, dass wir nicht einen Cannon Rush kriegen. Ich habe in letzter Zeit wieder selten Cannon Rush gesehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schluck trinken. So. Baut uns unser Gate. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das kommt es noch nicht durch. So, wir nehmen Doppelgas. Jetzt da, gucken, ob er Cannon rusht. Nicht so aus. Können wir jetzt mal gucken, was es sonst so macht. Und ein zweites Gate. Und warten, bis unser Dings fertig ist. Kein zweites Gas. Brauch es nicht. Dann braucht er es nicht. Dann braucht er es eindeutig nicht. Oh. So, wir müssen noch ein paar Pylon bauen. Und wer hat aber schon seinen Kibernetic-Kern fertig? Ah, Blinkstalker. Also keine Echse. Dann sollten wir gleich noch Robo bauen. Ah, bauen jetzt mal zwei Stalker. Doch nicht Adepten. Ja. Und eine Echse. Ich bin hier in den Schatten. Okay, da bin ich mal gespannt, was er da spielt. Dann sollten wir vielleicht doch eine Echse nehmen gleich. War das ziemlich frühe Echse. Begehr. Ja, Moment, das ist einer zu viel. Der wohnt dann auch eine Echse. Kalt ist die Leere. So, wir brauchen dringend einen Robo. Ich bin die Stimme der Finsternis. Hochgucken. Der nix. Ah, die Tees. Sehr schön. Ganz dringend, Robo. Er baut schon eine dritte. Forschung abgeschlossen. Im Namen der Hast unsere Feinde unsere Wunschspuren. Ich bin hier. Tja, da müssen wir wohl killen. Gut. Ich
Also, wir werden jetzt daraus All-In spielen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erneut. Er hat nämlich keinen. Eine gebaut, also das ist schon echt dreist. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Shit. Ach, Titi. Komm mal stehen. Ich bin hier in den Schatten. Kann ruhig behalten, die Echse. Naja, Pylonen vergessen nicht jetzt. GG, easy. So, den haben wir ordentlich fertig gemacht, der war easy. Warum Exe auch zweimal? Der war schon ganz schön greedy, ne? So, ein spielen wir noch. Ja, er hat gedacht, wir kommen mit seinen DT da durch. Also gut war es nicht, was er gespielt hat. Wusste nicht, was wir machen. Klar, er war jetzt mineralentechnisch so weit vorne. Aber wir können einfach all in. Wo ich die ganze Zeit sowieso mineralentechnisch vor ihm war. Ne, egal. Und wir spielen nochmal gegen den. Ja, mal gucken, ob er dasselbe spielt. Kriegt er nochmal auf die Gusche. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir heute nur Protoss haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber ist ja nicht so weiter wild. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir haben nochmal ein Gate. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hätte vorhin auf jeden Fall mehr Gates bauen müssen. Yes, mehr Pylons. Ich spiele wahrscheinlich dasselbe nochmal. Ja, eindeutig dasselbe. Da brauche ich aber kein Gas. Der braucht halt kein Gas, ist halt so. Angegriffen. So, nee, das haben wir eigentlich alles.
So, Wirkerkunde boosten. Der nimmt schon wieder die Exzest. Verstehe ich nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das ist viel zu greedy. Einfach ab. Ihr seid auf mich angewiesen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Nun gut, ich bin hier in den Schatten. Und ich bin das Herz der Finde. Ich bin hier in den Schatten. Niemand entgeht dem Tod. Wir bleiben im Verborgenen. Ganz verbaut nicht mal welche. Was ist euer Begehr? Im Namen der Rache. Anna, sehr weise. Was zählt? Wir sind eins. Basis müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Forschung abgeschlossen. Ich bin die Stimme. Was ist euer Begehr? Seid auf mich angewiesen. Ich muss auch selber was bauen hier. Hat auf jeden Fall seinen Dark Shrine verloren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, und wir bauen jetzt, wir machen jetzt einen All-In draus wieder. Ich bin Ach, jetzt geht er mir auf den Sack mit seinen... Ihr habt
und der Spingas. Ich bin die Stimme. Naja. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr benötigt mich. Da hat er jetzt auch schon mal gut gespielt. Hat jetzt halt den Vorteil von zwei Bases. Also. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir sind eins mit Kalt. Was auch nicht zugekriegt habe. Schatten. GG. 1-1. Nur mit seinem scheiß Adepten hin und her. Weil ich meine Base nicht zugemacht habe. Sonst war es einfach nichts. Und weil ich nebenbei nicht mein Zeug weitergemacht habe. Na los, ey, jetzt spielen wir noch. Vielleicht kriegen wir nochmal, dann kriegen wir vielleicht sogar ein. Ach, wie heißt denn das? Best of Three, genau. Ich könnte ja auch den One Base Roll immer machen. Der ist nämlich richtig hart gegen sowas. Oder einen Cannon Rush. Hm? Und wir spielen natürlich gegen einen Zerg. Schade, kein Best of Three. Schade. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hätte ich meine Main beim letzten Spiel zugemacht, das vorbei gewesen. Aber dadurch, dass ich nicht durchgekommen bin, dass ich nicht schnell geschaltet habe, schnell, ich hätte Pech gehabt. Das kann natürlich jetzt auch hier gerade problematisch sein, aber glaube ich nicht. Und keine Base. Keine Base. Keine Base, doch eine Base, schade. Einer nur. Wo kommt jetzt erst? Das ist so schön. Können wir sogar noch versuchen, wirklich Cannon zu rushen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Shit. Verkackt. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war richtig mies. Wir probieren es nochmal. Vielleicht kriegen wir es hin. Wahrscheinlich hat er gleich Linge. Dann wird die Cannon wahrscheinlich nicht fertig. Ihr
Ja. Shit. Nein! Ach. Was? Ich mache so viel Schaden. Kylon wird angegriffen. Warum ist da noch Ganser dazwischen? Basis wird angegriffen. Ich bin hier in die Schatten. Nun gut. Sehr weise. Heraku. Puh. Verrücktes Spiel. Ich war knapp. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Erwischt. Oh, oh. Jetzt sind wir tot. Eure Sonden werden angegriffen. Das ist halt so. Kylon wird angegriffen. Mein Leben für Ajur. Ula Shadari. Upgrade. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Verwendet! Hey, wie soll der Ressourcen sammeln, verdammt? Basis wird angegriffen. Ich bin das Herz. Fuck. Da sein Zeug aber alles komplett verloren. So. Ich bin hier in den Schatten. Das Zeitfenster ist. Der dritte wird er noch nicht haben. Zu viel Linge investiert. So begegnen wir unserem. Doch, hat schon eine dritte. Der Weg ist klar. Es ist vorherbestimmt. Ihr habt nicht genügend. Shit, hat schon eine dritte. Tja, muss ich mal abreisen gehen. Hilft nichts.
Leben für Ajur. Lasst uns beginnen. Wir deuten. Ich verstehe. Mehr. Was soll ich noch machen? Hat er der dritte? Ich habe halt nichts weiter. Jetzt geht er gleich auf Moden. Ich selbst eine dritte nehmen. So schnell wie möglich. Oh nein! Schlecht, ganz schlecht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Spielt halt nur Lingen, ne? Dritte hat. Ja, eine vierte meine ich. Also eine dritte Ecke. Shit. Muss ich verteidigen gehen. Da kommen die Muten. Nicht genügend Energie. Ich habe natürlich nichts zu über den Kolosse zu zeigen. Hier weg, Kraior. Da überrascht. Ich sehne mich nach dem. Siehst doch, dass die Muten kommen. Basis wird angegriffen. Zeit für den Kampf. Sha'azul du Templari. Verstanden. Teleportation erfolgreich. Die Himmel. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in die Schatten. Teleportation erfolgreich. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ananporga, Wolffels online. Ein Leben für Ajur. So, ich muss mal hier abziehen. Die Himmel warten. Teleportation erfolgreich. Mineralienfeld erschöpft. Teleportation erfolgreich. Ich durchstehe.
angreife die Galaxis. Eure Sonden werden angegriffen. Nicht genügend. Nicht genügend Energie. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich sehne mich nach dem Kampf. Mineralienfeld erschöpft. Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld. Ach, scheiß Zerg. Teleportation erfolgreich. Zeit für den Kampf. Mein Leben für Ajur. Narbe, Sira weg. Oh ja, Zerg können's. Die Himmel warten für die Ehre. Mann, warum rennt doch alles rüber? Nicht genügend Energie. Basis wird angegriffen. Ich füge mich. Auf den Scharazul du Templari. Anan Pogal. Verstanden. Ich füge mich. Ich durchstreife die Galaxis. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Für die Ehre. Aber rasch. Verstanden. Ich füge mich. Sha'azul du Templari. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Aber rasch. Der Kampf ist gut für du sein. Ja. Verloren. GG. 4 Börsen hat er schon. Hat er einen Switch schon gehabt? Ja, hat er schon einen Switch gehabt, oder? Ne, hat er nicht gehabt. Naja, haben wir uns wahrscheinlich ausspielen lassen. Ich habe noch mit Mutas gerechnet. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Modibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Muttibär. Tschüss.